Es war um 1910. In Deutschland herrschte Kaiser Wilhelm II. Und Bethmann Hollweg war Reichskanzler. Zum ersten Mal überflog ein Flugzeug den Ärmelkanal. Und es wurde endlich deutschen Frauen gestattet, an der Berliner Universität Medizin zu studieren. Auch deshalb übersiedelten drei Wiener nach Berlin. Marie-Therese Schöngruber, geborene Hadwani, früher bekannt als Schauspielerin und Sängerin auf allen großen Bühnen der kaiserlich und königlich österreich-ungarischen Monarchie. Franz Schöngruber, Uhrmachermeister, Sammler und Spezialist für alte Uhren. Und die Tochter der beiden, Agnes Schöngruber, derzeit Studentin der Medizin. Etwa um diese Zeit zogen Scott und Amundsen aus, um den Südpol zu entdecken. Und sie entdeckten Berlin. Nicht zurück? Alle fünf Minuten kommst du und fragst, ob Papa schon zurück ist. Wie stellst du dir das vor? So eine Unterredung mit einem Herrn Regierungsrat vom Ministerium für Unterricht dauert seine Zeit. Die Herren trinken vielleicht ein Glas Portwein oder rauchen eine Zigarre. Aber warum bist du denn so nervös? Wenigstens könntest du mir sagen, was er dort bespricht. Kannst du nicht warten, bis er es dieselbe erzählt? Na schön, er hat dem Regierungsrat geschrieben. Er möchte ein paar von seinen Uhren als Leihgabe zur Verfügung stellen. Man könnte damit hier ein Uhrenmuseum gründen. So was gibt's hier in Berlin nicht. Und er möchte Kurse abhalten für die Uhrmacherlehrlinge über die Geschichte der Uhren, so wie er das immer in Wien schon gemacht hat. Dann hätte er endlich wieder etwas zu tun, was ihm richtig Freude macht. Außerdem würde sein Geschäft dadurch bekannt werden. Er hat mich nicht empfangen. Aber er hat dich doch eingeladen. Nein, weil er mir drei Wochen nicht geantwortet hat, habe ich mir gedacht, ich gehe mal vorbei. Aber nicht einmal meinen Namen hat der Sekretär gekannt. Wahrscheinlich haben sie meinen Brief in den Papierkorb geschmissen. Na, dann gehst du eben nächste Woche noch einmal hin. Aber Resel, ich war ja heute schon zum dritten Mal dort. Okay. Ich habe eben kein Glück in Berlin. Deswegen brauchst du aber nicht gleich den Kopf hängen lassen, weil so ein Großkopf oder deinen Brief nicht beantwortet hat. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Ich werde. Wo ist sie denn hin? Ich weiß nicht. Naja, ich hätte dir das wahrscheinlich gar nicht sagen dürfen. Jetzt kränkt sie sich doch wieder. Was diese Herrn Poisen sich einbilden? Wahrscheinlich sind Sie noch beleidigt, dass wir Ihnen die Uhren nicht gleich schenken. Mama, das jetzt nicht herein. So behandelt man einen anständigen Menschen nicht, Herr Regierungsrat. Auch wenn Sie noch so wenig Zeit haben. Ein zivilisierter Mensch beantwortet einen Brief. Wieso kommst du ohne anzuklopfen in mein Zimmer? Das tue ich bei dir ja auch nicht. Hast du eben geklopft? Damit du siehst, wie das ist. Sag mal, du hast doch noch eine Zeitung mit unserer Annonce. Wozu brauchst du sie? Bitte. Danke. Frage ich dich immer, was du tust und warum du es tust? Warum ziehst du dein bestes Kleid an? Ich meine, das könnte ich dich jetzt auch mit gutem Recht fragen. Ich frage aber nicht. Franzl? Ja? Mach keine Dummheiten. Wieso? Sie muss nur wieder einmal ein bisschen geputzt werden. Du wirst sehen. Bald wirst du so viele Kunden haben, dass du welche wegschicken willst. Ja, das glaube ich ja auch. Wenn du deine Uhren verkaufst, gebe ich mein Studium auf. Dann bist du aber selber schuld. Das ist mein Ernst. Wenn du einmal die Visitenkarten drucken lassen kannst zu Dr. Agnes Schöngruber, Kinderärztin, wirst du der stolzeste Vater sein auf der ganzen Welt. Ja, das werde ich ganz bestimmt sein. Aber wenn du eine von deinen Uhren verkaufst, wirst du die Visitenkarten nie drucken lassen können. Ja, ich weiß nicht, ihr redet immer so, als ob diese Uhren das Wichtigste für mich wären. Du und die Mama, ihr seid doch viel wichtiger.
Diese Sammlung ist ein Vermögen wert. Und wenn wir sie verkaufen, haben wir nie mehr Geldsorgen. Warum soll sie reich abwurzeln, nur damit ich meine Sammlung behalten kann? Das ist doch nicht recht. In Wien hast du mir gesagt, es wird die erste Zeit schwer sein, bis einem die Leute kennen, bis man ein paar Freunde hat. Ja, das ist es ja eben. Die Leute sind hier so anders. Sie sind fremd. Aber du siehst es halt nur so, weil ich der Herr Regierungsrat Pippritz schlecht behandelt habe. Ja, Nimitz. Regierungsrat Nimitz. Nimitz? Aha, Nimitz. Du gehst weg? Ja, ich muss noch zur Universität. Du, sag einmal, wo ist denn die Mama hingegangen? Ich weiß nicht, sie hat's mir nicht gesagt. Mon Dieu, Monsieur, ich brauche diese Uhr. Ich werde ohne diese Uhr nicht wach. Ich bin Juwelier und Kunsthändler, Madame. Ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Aber ich habe hier die Karte von einem Uhrmacher. Er ist ein ausgezeichneter Fachmann. Ich kann ihn bestens empfehlen. Er ist sogar Hoflieferant. Oh, Menno, Monsieur Menno, er wohnt ja viel zu weit. Aber ich habe gehört, es gibt einen ausgezeichneten Uhrmacher gleich hier in der Nähe. Er ist sogar Spezialist für alte Uhren. Bedauere, Madame, den kenne ich nicht. Eben. Aber Vorsicht! Das ist doch ein kostbares Stück! Oh. Und die Uhr ist bereits verkauft. Oh. Was ist denn? Oh, mein Herz. Oh. Bitte ein Glas Wasser. Glas Wasser. Ein Glas heißes Wasser. Heißes Wasser. Bitte. So, Madame, hier ist das Glas Wasser. Bitteschön. Vielen Dank, Monsieur. Es geht mir schon viel besser. Und haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Au revoir, Madame. Sind Sie bestellt? Nein, aber ich möchte mit dem Herrn Regierungsrat nicht sprechen. So geht es nicht. Reichen Sie Ihren Antrag schriftlich ein. Wenn es Herrn Regierungsrat genehm ist, werden Sie bestellt. Was ich dem Herrn sagen möchte, gebe ich ihm auch gern schriftlich. Aber zunächst will ich mit ihm reden. Und ich werde hier so lange warten, bis er Zeit hat. Noch eine Verrückte. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie mit allen guten neuen Ideen so umgehen, dann werden Sie es mit Ihrem Staat nicht weit bringen. Aber wenn Gerges Frau nämlich nur zu Wort kommt. Sie haben meinen Vater auch nicht zu Wort kommen lassen. Aber der Brief wäre längst beantwortet und Ihr Vater mit Freuden empfangen worden, wenn ich gewusst hätte, dass er Ihr Vater ist. Ich meine. Herr Regierungsrat, genau das Gleiche hätte mir jetzt auch ein österreichischer Hofbeamter gesagt. Mein Vater ist nicht als Bittsteller zu Ihnen gekommen, sondern er hat Ihnen ein gutes und großzügiges Angebot gemacht. Er ist nicht gekränkt, dass Sie nicht darauf eingegangen sind. Aber wenn Sie einen Funken Anstand haben, dann entschuldigen Sie sich, dass Sie ihn wie einen Bettler behandelt haben. Ja, das werde ich sehr gerne tun, wenn Sie mir sagen... Ich habe Ihnen sonst nichts zu sagen. Guten Tag, Herr Regierungsrat. Mama. Bravo, Agi. Also, was sagen Sie dazu? Da werde ich für etwas beschimpft, wofür ich gar nichts kann. Ja, in der Tat, Herr Regierungsrat. Es wäre vielleicht besser gewesen, diese Person gar nicht zu empfangen. Also notieren Sie einen Brief... Jawohl, Herr Regierungsrat. ...an Herrn Schöngruber, Vorname und Adresse setzen Sie ein. Die Angaben entziehen sich leider meiner Kenntnis, Herr Regierungsrat. Ja, aber ich habe Ihnen doch den Auftrag gegeben, diesen Mann ausfindig zu machen. Jetzt war seine Tochter hier und Sie haben nicht einmal nach der Adresse gefragt. Ich habe gedacht, Herr Regierungsrat würden selbst... Lieber Himmel, wie finde ich die jetzt? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Herr Regierungsrat haben eine Einladung zu einer Soiree bei Frau Pohlmann erhalten. Ach, bleiben Sie mit dieser schrecklichen Frau Pohlmann vom Leibe. Wenn ich mich recht erinnere, dann war doch auf der Gästeliste, ja, tatsächlich, Herr Franz Schöngruber aus Wien mit Frau und Tochter. Sie werden also unter den Gästen sein. Der Name Schöngruber kommt nicht sehr häufig vor, zumal aus Wien. Hm, tatsächlich mit Frau und Tochter, ja. Verständigen Sie, Frau Pohlmann, dass ich kommen werde. Aber ich lege größten Wert darauf, dass Familie Schöngruber ebenfalls anwesend sein wird. Jawohl, Herr Regierungsrat, Familie Schöngruber mit Frau
das schaut wirklich so aus, als ob jemand das Werk absichtlich ruiniert. Interessant, dass auch Sie das sagen. Ja, aber das ist kein Malheur. Bis morgen kann ich Ihnen das reparieren. Ihre Hoheit hat diese Uhr persönlich als Geburtstagsgeschenk ausgewählt. Und wenn sie morgen nicht wieder geht, wäre das eine Katastrophe. Auch für Sie. Ja, bitte, ich habe Ihnen gesagt, ich könnte das reparieren. Aber wenn Sie kein Vertrauen zu mir haben... Ich bin in einer Zwangslage. Mein Uhrmacher Hoflieferant Kellner ist krank. Ja, bitte glauben Sie mir, das ist wirklich keine Angelegenheit. Das könnte jeder andere auch. Ich muss mich auf Sie verlassen. Guten Abend. Ein Kunde? Ach was, Kunde. Mindestens dreimal hat er betont, dass er lieber zum Herrn Hoflieferanten Kellner gegangen wäre. Da siehst du's. Genau wie in Wien. Einen Titel musst du haben. Dann erst glauben dir die Leute, dass du was kannst. Kannst nicht schlafen, Franzl? Sag, wieso bist du denn im Bett? Du warst doch gerade nicht im Bett. Aber geh. Und wieso riecht's denn hier so nach Farbe? Du spinnst, Franzl. Geh schlafen. Moin, Herr Hoflieferant. Guten Morgen. Reg dich nicht auf, Franzl. Setz dich hin und hör mir zu. Ich weiß ja, du hast es gut gemeint mit dem Schild, aber das geht doch nicht. Bitte, was ist das? Das ist ein Brief von der Wiener Hofkanzlei. Und was schreibt der Kanzleirat? Was schreibt er? Also, seine Durchlaucht, Erzherzog Karl, haben bei seinem jüngsten Spazierritt Gefallen an den bei Ihnen ausgestellten goldenen Uhrketten zum Preise von 100 Kronen gefunden. Schicken Sie bitte zwei der Uhrketten an mich und entsprechende Rechnung an die Hofkanzlei. Ist der Lieferschein und ist die Rechnung an die Hofkanzlei. Ja, schön, also weil ich einmal etwas geliefert habe, darf ich doch nicht Hoflieferant auf das Schild malen lassen. Da wäre ich doch ein Schwindler. Es wurde nur einmal geschwindelt und nur ein bisschen. Auch wenn man nur ein einziges Mal schwindelt, ist man trotzdem ein Schwindler. Wenn du wegen einmal Schwindeln schon ein Schwindler bist, dann bist du auch ein Hoflieferant, wenn du einmal an den Hof geliefert hast. Und du hast einmal geliefert und bist Hoflieferant, also bist du kein Schwindler. Nein, nein, so geht das nicht. Nein, so geht es wirklich nicht. Und wer hat damals die Uhr für den Kaiser repariert? Weil die Herrn Hoflieferanten es alle nicht können haben? Ja, aber das war doch nicht offiziell. Weil du immer deine Gutmütigkeit von allen ausnutzen lässt. Das Schild bleibt, wie es ist. Moin, Herr Hoflieferant. Nur schön, Gruber. Bitte, bitte. Ich hoffe, dass Sie mich nicht enttäuscht haben, Herr Schöngruber. Sie sehen, sie geht wieder. Na, Gott sei Dank. Ihre Hoheit will nämlich die Uhr heute Nachmittag bei mir um 4 Uhr abholen lassen. Aber bitte, da ist noch etwas. Ich habe das erst heute Nacht gesehen. Das da oben ist nicht nur eine Verzierung, das ist ein Mondkalender. Wenn man den an das Werk anschließt, dann zeigt er die Mondphasen an. Ja, ja, das ist bekannt. Bitte kümmern Sie sich darum nicht, nein? Ach so? Na ja, ich hoffe, ich habe dann keinen Fehler gemacht. Ich habe das gleich mitrepariert. Was repariert? Aber hören Sie, ich habe drei Expertisen, die aussagen, dass das irreparabel ist. Na ja, schauen Sie, der eine kann heute das, der andere kann das. Tatsächlich?
Das ist ja unglaublich. Ich hab eine ganz ähnliche. Wissen Sie, diese Uhren stammen alle aus der Schule von Huygens. Das ist der, der 1657 das Pendel als Gangregulierung eingeführt hat. Ich kenne sie halt. Also, da weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin Ihnen zu außerordentlichem Dank verpflichtet. Nein, bitte, das kostet gar nichts. Es war ja nicht sehr viel Arbeit und es hat mir Freude gemacht. Aber wie kommen Sie denn dazu, das gibt's? Naja, Sie haben mir doch gestern erzählt, dass Sie glauben, dass die Dame das Werk absichtlich ruiniert hat. Und es wäre mir nicht recht, wenn Sie dadurch irgendeinen Schaden hätten. Wissen Sie, die Frauen machen manchmal etwas in der besten Absicht. Sie merken gar nicht, dass es unrecht ist, was sie da tun. Tja, also eigentlich glaube ich auch nicht, dass Sie es absichtlich gemacht hat. Da bin ich aber wirklich sehr froh. Ich hoffe, dass Ihre Kunden noch sehr viel Freude an dem schönen Stück haben werden. Und nochmals schönen Dank, Herr Schönkel. Auf Wiedersehen. Das war falsch. Aber nur ganz knapp. Knapp vorbei ist auch daneben, Friedrich Wilhelm. Mann, ich kann ja reden wie ein Mensch, Frau Schönjuber. Schluss wie heute. Mittwoch um 4, aber pünktlich sein. Aber was soll die Mutter nur sagen, dass ich die olle Appassionata nicht kann? Die Appassionata ist noch viel zu schwer für dich. Aber ich soll heute Abend spielen. Und wen der Gäste, die bei uns kommen? Mutter hat es Ihnen geschrieben. Mir hat sie nichts geschrieben. Aber ja doch, hier. Ich hab nur vergessen, Ihnen letzte Woche das Schreiben zu geben. Sind ja auch eingeladen. Ich sag, Mutter hat aber selten keine Zeit nicht. Vater sagt sowieso mal, dass das stinklangweilig ist. Ja, sehen, Frau Schönluber. Auf Wiedersehen. Franzl, komm bitte, probier's mal. Probieren? Ja, bitte. So, Gott sei Dank, er passt noch. Und rasieren musst du dich auch noch. Rasieren? Ja, warum denn? Herr und Frau Pohlmann haben uns heute Abend zu ihrer Soiree eingeladen. Wieso? Davon weiß ich ja gar nichts. Jetzt weißt du es. Franzl, wir werden endlich Leute kennenlernen. Das hast du dir schon immer so gewünscht. Agi, mach dich schön. Zieh dein Amtskleid an. Wir sind bei Pohlmanns eingeladen. Berlin muss seine Eigenart bewahren. Dafür müssen wir kämpfen. Dem angloamerikanischen Einfluss müssen wir widerstehen. Natürlich. Und diese neue Einführung, dieses Sechstagerennen in den Ausstellungshallen am Zoo. Setzt sich bei uns nicht durch. Einmal und nicht wieder. Ich kenne doch unsere Berliner. Schreibt übrigens auch unsere vernünftige Presse. Herr Major, wenn man überhaupt von Vernunft reden kann bei unserer Presse. Vater, lass mal Champagner probieren. Wie heißt das? Lieberfeuer, lass mal bitte probieren. Wie heißt das? Wenn ich nur mich sage, lass mal dann probieren. Du hast mir doch versprochen, du würdest dich heute um die Gäste kümmern. Was sollen denn die Leute denken? Und dir habe ich gesagt, du sollst üben. Wenn die schöne Uhr nicht kommt, kann ich nicht spielen. Und die kommt nicht. Hast du ihr den Brief auch wirklich gegeben? Ja, doch. Mann, die Olle kommt doch. Und in der Droschke. Erster Klasse. Ein Landsmann von Ihnen feiert im neuen Operettentheater gerade große Erfolge. So? Ja, davon müssen Sie doch gehört haben. Das ist der neue Franz Lehade, Graf von Luxemburg. Soll nicht ganz so gut sein wie seine lustige Witwe, aber es ist fast jeden Abend ausverkauft. Entschuldigen Sie bitte. Das sage ich Ihnen. Fußball ist der Sport der Zukunft. Wird sich bei uns nicht durchsetzen, ich bitte Sie. Die Niederlage gegen England ist unverzeihlich. Sie verstecken sich doch nicht vor mir. Aber nein, danke schön. Ich bestreite entschieden, dass es irgendetwas gibt, was wir von England lernen könnten. Zum Beispiel das Wahlrecht und die Versammlungsfreiheit. Gott bewahre uns davor. Wenn ich nur an die Bilder der Illustrierten Zeitung denke. Dieser Bernard Shaw hält auf offener Straße Wahlreden für die Arbeiterpartei. Was ist denn daran schlecht? Ich bitte Sie, ein deutscher Dichter würde sich nieder zu herablassen für die Arbeiterpartei. Ah, da ist der Regierungsrat Niemitz. Jetzt werden wir hoffentlich erfahren, wann das Kultusministerium dagegen einschreiten wird. Wogegen einmal? Man sagt, dieser Kassierer stellt schon wieder diese entsetzlichen französischen Bilder aus. Diese Monet und de Manet und Cézanne und wie sie alle heißen. Aber warum denn dagegen einschreiten? Ich finde es ein großes Verdienst vom Kassierer, dass er die Impressionisten nach Berlin holt. Schließlich war seit 1871 kein französischer Maler mehr in Berlin ausgestellt. Wir sind froh, wenn sich das ändert. Ich hab gedacht, du sollst nicht kommen. Wollt ihr nur leid tun, dass sie nicht auf mich gehört haben? Warum hast du deine Mutter nicht gesagt?
dass du mir erst heute den Brief gegeben hast. Na ja, länger gibt's so und so. Och, was willst du denn jetzt spielen? Wir wollen es nicht. Was wollen? Schumann, ja, das haben wir schon einmal versucht. Das wird gehen. Komm, flieg ich, Wilhelm. Probier's. Komm. Diese Maler stellen doch die Natur auf den Kopf. Wiesen sind nicht mehr grün, der Himmel ist nicht mehr blau. Meine Herrschaften, auf allgemeinen Wunsch unserer verehrten Gäste wird Friedrich Wilhelm Ihnen jetzt einige Stücke auf dem Klavier vortragen. Träumerei von Schumann. Sind, dass Sie auch hier sind, Herr Regierungsrat. Sie wollen doch nicht schon gehen. Ehrlich gesagt, ich versuche schon seit längerer Zeit, mich vor Ihnen zu verbergen. Von mir? Das kränkt mich. Was ich Ihnen gestern gesagt habe, war meine ehrliche Meinung. Nur, wie ich es gesagt habe, war wohl nicht ganz in Ordnung. Aber im Gegenteil, es hat mir sehr imponiert, wie Sie für Ihren Vater eingetreten sind. Nein, schließlich sind Sie ja nicht verpflichtet, jeden Brief zu beantworten. Wahrscheinlich bekommen Sie täglich mehrere ähnliche Briefe. Ja, die ich alle beantworte. Auch den Brief Ihres Herrn Vaters hätte ich beantwortet und ich werde mich sehr gerne mit ihm unterhalten. Jetzt auf einmal? Das wäre schon längst geschehen. Leider hat er mir seinen Brief ohne Unterschrift und Absender geschickt. Ha, na sowas. Ich bin doch nicht doof, lass mal auslachen. Ich spiel grad den Kann. Friedrich Wilhelm! Aber lassen Sie ihn doch! Er hat mehr Temperament für die leichte Muse. Und es ist übrigens ein sehr hübsches Liedchen. Der Text geht so. Na, fang schon an. Es gibt in Afrika Giraffen, Giraffen gibt es auch im Zoo. Es gibt in Afrika auch Affen und manchen Affen beißt ein Floh. Floh, das Dromedar lebt in der Wüste, der Maulwurf gräbt auch in Berlin. Er gräbt und gräbt, er gräbt und gräbt, weiter. Solange er lebt, gräbt er sich ein. Ein Antilopen leben, wo es Steppe gibt. Und am Nordpol lebt der Eisbär. Lebt der Eisbär. Lebt der Eisbär. Weil er Eis so liebt. Franz, wir müssen sofort weg. Verzeihen Sie bitte, darf ich Sie einen Moment sprechen? Ja. Nee, Frau, ein altes Wort sagt, außergewöhnliche Umstände erwarten außerordentliche Maßnahmen. In diesem Sinne, ich bin Ihnen wirklich zu außerordentlichem Dank verpflichtet, dass Sie mir die Möglichkeit einer Bekanntschaft mit Ihrem Herrn Gemahl gegeben haben. Er ist ein Künstler. Danke. Naja, aber... Sei still, Franz. Ihre Hoheit war begeistert und entzückt, dass es Ihnen gelungen ist, diese kostbare Uhr wieder instand zu setzen. Ein Dankschreiben Ihrer Hoheit wird Ihnen morgen zugestellt werden. Aber ohne dem Inhalt vorwegzugreifen, freue ich mich, Ihnen als Erster gratulieren zu dürfen. Moin, Frau Schönhuber. Moin, Herr Schönhuber. Hoflieferant, wenn ich bitten darf. Ha, 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 ha,